Damarisen Gugi ist sehr stolz auf ihre kleine Farm am Rande Nairobis. Übers Jahr hält sie etwa 90 bis 120 Schweine für die Fleischproduktion und etwa 10 bis 15 Stück Milchvieh. Außerdem produziert sie das Futter für ihre Rinder selbst, pflanzt und erntet Bananen, Mangos, Kürbisse, Kohl und anderes Gemüse. Sie produziert Qualität. Das ist ihr sehr wichtig. Auch wenn sie weiß, dass vermutlich etwa 30% ostafrikanischer Agrarprodukte nie den Endverbraucher erreichen werden. Sie vergammeln irgendwo auf dem Weg zum Markt. Zu mir kommen Leute, die holen meine Produkte ab. Auch die Milch. Das macht es einfach für mich. Ich muss einfach nur die Kuh melken, liefern muss ich die Milch nicht. Die Vereinten Nationen versuchen längst auf verschiedenen Wegen Nahrungsmittelverluste einzudämmen. Auch die Verluste von frischen Exportartikeln aus Afrika, die auf dem Weg nach Europa nicht ausreichend geschützt sind und verrotten. Unter anderem die Initiative Safe Food und die UNO haben sich dem Problem angenommen. Bei immer schneller wachsender Weltbevölkerung ist die Vermeidung von Nahrungsmüll ein starker Hebel im Kampf gegen Essensverschwendung. Wir haben entschieden, dass wir uns auf die Nahrungsmittelverschwendung konzentrieren wollen. Und die wiederum betrifft hauptsächlich den Konsumenten. Wir haben es also mit Privathaushalten zu tun, mit Einzelpersonen und dem Einzelhandel. Aber auch mit einigen Branchen wie der Gastronomie und dem Tourismus. Das sind einfach genau die Brennpunkte der Lebensmittelverschwendung. Für viele Unternehmen ist der Markt in Afrika der Markt der Zukunft. Gerade die Verpackungsindustrie setzt auf den Kontinent. Nicht nur wegen der Potenziale im Bereich auch nach Europa exportierter Nahrungsmittel wie Mangos, Ananas und Co. Kenias Kabinettssekretär für Industrialisierung, Adan Abdullah Mohamed, sieht Chancen nicht nur im Kampf gegen Nahrungsmittelverluste. Generell könnte Verpackungstechnologie der Wirtschaft Nutzen in seinem Land und überhaupt in Afrika. Eine Wertsteigerung bei landwirtschaftlichen Produkten ist nur begrenzt möglich. Große Chancen aber bestehen im Bereich der Verpackungen. Wir müssen die Qualität von Verpackungen für unsere Produkte wesentlich verbessern. Die Messe Düsseldorf unterstützt den Kampf als Initiator von Safe Food. Nicht nur in Kenia, sondern weltweit. Hier in Nairobi hat sie deshalb auf der Veranstaltung FPPE, dem Food Processing and Packaging Exposium, die Initiative vorgestellt. Das Messeunternehmen glaubt, schon sinnvolle Verpackung kann Nahrungsmittelverlusten entgegenwirken. Wir konnten Top-Unternehmen gewinnen, hauptsächlich die Unternehmen, die auch in der Safe Food-Initiative tätig sind. Das sind bereits so circa 100 Unternehmen, die sich für das Thema Safe Food engagiert haben und hier bei diesem ersten Exposium tätig sind und sich stark engagiert haben. Es gibt ja generell ein Problem in den Emerging Markets, dass zwischen dem Produzenten, also zwischen dem Bauern auf dem Feld und dem Konsumenten, also dem Verbraucher zu Hause im Eigenheim, recht viel Waren verderben. Und dort haben wir Pilotprojekte rausgesucht, wo wir direkt zu den Bauern gefahren sind. Ähnliche, allerdings etwas kleinere Pilotprojekte gibt es hier in Afrika, wo wir einfache Maschinen direkt zum Erzeuger oder in Kooperativen dementsprechend liefern. Für Damarisen Gugi gibt es nur wenig Wichtigeres als ihre Landwirtschaft. Sie kennt nicht nur den Preis für ein Kilogramm Schweinefleisch oder eine Mango. Für sie hat all das auch noch einen anderen Wert. Und den gilt es zu bewahren. Nicht nur hier in Kenia, sondern auch in Ländern des Überflusses.